Hallo und herzlich willkommen zu The Loop. Ein wunderbares kooperatives Deckbauspiel, was ich richtig, richtig feiere. Ich spiele jetzt tatsächlich das erste Mal den Solo-Modus, aber ich habe es in diversen Runden jetzt zu zweit, zu dritt und zu viert gespielt. Und mich flasht es ziemlich heck aktuell. Also richtig cooles Teil. Von daher schauen wir uns das Ganze mal an. Die Solo-Variante ist hier insoweit anders, dass man mit einem großen Deck spielt. Sonst hast du ja einen Agenten und der hat seine 6 Startkarten. In diesem Fall werden einfach alle Agenten zusammengenommen, die ganzen Karten hier, was ich gerade schon mache, gemischt und gleich auf so lange auf die Charaktere verteilt, bis man 3 Karten liegen hat. Und der ist dann immer der aktive Spieler. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie sich das gleich anfühlt. Habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht, aber gucken wir mal. Falls ihr The Loop noch nicht kennt, ich gehe so ein bisschen auf die Regeln ein. Ich hoffe, ich bin ja da immer nicht so ganz strukturiert. Ich mache das richtig. So, aber ja, lass uns vielleicht erstmal mit den Komponenten kurz anfangen. Wir haben hier unser Spielplan. Ich habe das schon vorbereitet. Hier sind so eine Maschinenteile, die decken wir gleich auf. Und da sind unsere Missionen drunter. Wir gewinnen, wenn wir 4 Missionen schaffen. Wir verlieren, wenn Dr. Fu es schafft, uns 4 Missionen kaputt zu machen. Das ist die erste Mission, die ist verhältnismäßig einfach, aber wenn man das Spiel noch nicht so kann, auch da schon ziemlich schwer. Als ich es gelernt habe, haben wir es auch erst beim dritten Mal geschafft, tatsächlich. Inzwischen haben wir aber, glaube ich, ganz gut den Dreh raus, von daher bin ich sehr gespannt. Das sind unsere 3 Agenten hier. Die starten jeweils in einem Zeitalter und das hier sind generell die Zeitalter, die das Spiel halt, ja, er hat halt seine Zeitmaschine und reist durch die Zeit und wir sind dann Zeitagenten, ne? Und jedes Mal, wenn wir hier gleich eine Fu-Karte aufdecken, da reist er hin und dann schmeißt er da rote Würfel rein, immer 2, plus wenn hier seine Klone liegen, seine Duplikate, so viele nochmal zusätzlich, wie wir da Duplikate liegen. Das heißt, im besten Fall wollen wir nirgendwo Duplikate liegen haben. Weil sobald hier der 4. rote Stein reinkommt, kaputt. Und ja, genau. Das eigentlich hierzu. Wir können dann hier durch den Plan reisen mit unseren Karten, die wir hier gleich ausspielen werden können. Das sehen wir gleich alles, ne? Das ist, wie gesagt, dann ein Deckbauspiel. Müssen wir es einfach richtig machen. So, wir decken jetzt zum Spielaufbau nochmal 2 auf. Das ist jetzt einmal hier die, das Mittelalter ist das, glaube ich, und die Roboter-Ära. Dann drehen wir das Teil hier um und auch die Robo-Ära hier hinten. So, und das sind jetzt unsere 2 aktiven Missionen. Na komm, geh wieder rein da. Wir müssen einmal die Antimaterie-Ladung erschöpfe eine schwarzes Loch-Karte aus deiner Hand in dieser Ära. 3-mal. Also genau in dieser Zeit, also wenn ein Charakter hier steht, müssen wir bestimmte Karten spielen. Und zwar schwarzes Loch-Karten. Das sind Karten, die hier oben links kein Symbol drin haben. Es gibt generell 3 Symbole in dem Spiel. Ich suche gerade mal das dritte. Also wir haben hier den Kreis, wir haben den Stern und wir haben hier diese Striche. Und das ist sozusagen die Kategorie der Karte. Und das ist auch namensgebend für den Loop, für das Spiel quasi. Wenn wir loopen, also wir spielen die Karten dann gleich aus und dann würden wir die tabben, wenn wir sie ausgespielt haben. Und wenn wir dann einen Loop machen, na, wie das genau geht, sehen wir dann. Wir müssen eigentlich nur Energie ausgeben. Dürfen wir alle Karten eines Typs quasi, meinetwegen 2 Strichkarten oder wenn wir sogar 3 Strichkarten haben, dürfen wir die wieder bereit machen. Ja, und können quasi die Karten doppelt ausspielen. Theoretisch sogar. Und dann nochmal loopen, wenn wir noch mehr Energie haben. Ziemlich geil. So, hier. Vernichtet die Duplikate. Vernichtet ein Duplikat in einer Ära. In 6 verschiedenen Ären. Das heißt, hier sind die Symbole abgebildet. Das heißt, wir müssen überall mal so ein Duplikat platt machen. Gucken wir uns nochmal die Duplikate an, weil wir kennen die ja noch gar nicht. Wir haben hier so ein Säckchen. Da müssen wir jetzt am Spielanfang 7 Stück rausziehen. So, und die haben 2 Seiten. Immer eine Seite, die hier ein Zeitalter widerspiegelt und dann eine Seite, wo dieses Duplikat wieder vernichtet werden kann. Wir nehmen also das, tun es hier hin. Wir nehmen das, tun es hier hin. Wir nehmen das, tun es hier hin. Das hier, das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 2 noch. So, 6 und 7. Ah. Ups, was ist jetzt passiert? Da. Da, da waren das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups, naja.
Welches hatte ich gerade rausgezogen? Das hier, glaube ich, ne? Kommt das weg. Die Duplikate können wir bewegen eigentlich mit unseren Aktionen, die wir gleich auf den Karten haben. Da gibt es dann Möglichkeiten, die einfach jetzt quasi eine Ära weiter zu schieben. Manchmal auch zwei oder die mitzunehmen oder die zu einem anderen Spieler zu beamen oder so. Und dann sind die besiegt. Sobald der hier quasi hier drüben wäre, kommt der einfach aus dem Spiel, kommt zurück in den Sack. Das sehen wir aber auch gleich anhand der Karten. So, jetzt kommt noch jeweils hier schon mal ein Schaden rein und hier auch schon mal ein Schaden rein. Auf die beiden, die jetzt aufgedeckt worden sind. Und in alle anderen Zeitalter kommt noch eine Energie. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann kann das Spiel auch schon starten. Es startet immer mit der Fu-Phase. Und in der Fu-Phase wird erstmal wieder ein Duplikat genommen und rausgezogen. Jetzt hier in der Renaissance, sind da schon drei Stück, das heißt, wir wissen, da müssen wir uns vielleicht mal drum kümmern. Dann machen wir eine Karte bereit. Das hier ist der Kartenstapel, ja, unser Deckbaupart quasi. Wir haben vor allem vergessen, bevor wir eine Karte bereit machen, beim Spielaufbau macht man auch noch zwei Karten bereit. Die werden immer an die Karten oder an die Ära gelegt, die hier unten links in der Ecke abgebildet sind. Das heißt, die hier kommt jetzt hier in die Robo-Ära. Ich muss mal die Ressourcen hier so ein bisschen wegtun. Und wenn wir unseren Zug dort beenden, können wir diese Karte in unser Deck aufnehmen. So, jetzt machen wir aber eine bereit. Das ist jetzt hier eine gelbe. Die kommt dann da einfach hin. Denn ziehen wir eine Fu-Karte. Das ist die hier. Und er dreht sich nach Robohausen. Und hier gilt es jetzt, zwei Würfel reintun. Plus ein, weil hier ein Duplikat liegt. Jetzt müssen wir tatsächlich direkt schon hoffen, dass nicht alle hier in die Mitte fallen, weil da hätten wir die erste Mission gleich verloren. Gucken wir mal. Glück gehabt. Hier sind drei drauf, hier ist einer. So, das war's aber schon mit Dr. Fu. Jetzt sind wir dran. Wie gesagt, jetzt kommt dieser Solo-Modus. Normalerweise hättest du jetzt drei Karten auf der Hand. Oder jeder von diesen drei Spielern hätte drei Karten auf der Hand. Und dann weißt du ja schon, was du bekommst. Im Solo-Modus ist es jetzt so, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich glaube, ich habe es richtig verstanden, dass wir jetzt die Karten ziehen und so lange auf die Charaktere verteilen, bis einer drei Karten liegen hat. Und das ist dann unser aktiver Spieler. Hier zwei, hier drei. Und jetzt müssen wir mit Mr. Time spielen. Das gilt tatsächlich nur bei den Startkarten. Sobald wir hier weitere Karten in unser Deck nachher aufgenommen haben, dürfen wir die hinlegen, wo wir wollen. Das klingt für mich persönlich erstmal ziemlich cool. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt gleich spielt. Wir sind jetzt quasi er hier, oder sie. Ist, glaube ich, eine sie. Und, ne Quatsch, wir sind er hier. Entschuldigung, Mr. Time. Das ist ziemlich sicher ein er. Der ist dick. Ne? Kann ich mich mit, wie sagt man? Naja, egal, lassen wir das. Kenne ich mich wieder aus. Und wir haben auch jedes Mal eine Fähigkeit. Mr. Time hat seine Fähigkeit, ich darf einen anderen Agenten um eine Ära bewegen. Und das kann ich in meinem Zug machen, ich muss es aber nicht. Gucken wir erstmal, was wir jetzt hier an Karten haben. Wir haben den mechanischen Enterhaken. Hole ein Duplikat aus einer angrenzenden Ära in deine Ära. Jetzt müssen wir mal gucken, lohnt sich das? Nö. Angrenzend ist hier leider nichts, was wir hier reinschieben können, von daher eher nicht so. Interessant wäre es, wenn wir hier rüber gehen und den uns hier rüberziehen. Aber gucken, was wir noch so haben. Ein beliebiger Agent fährt einen Schaden aus seiner Ära, das ist auf jeden Fall gut. Und entferne in der Ära eines anderen Agenten einen Schaden oder erzeuge eine Energie. Na, das ist doch beides geil. Wir spielen erstmal die, dann kann er hier einen Schaden rausnehmen. Dann das gleiche hier nochmal. Mach das doch bitte nochmal. Dann ist da nämlich erstmal schon mal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und dann mit dem mechanischen Enterhaken, da werde ich mich vorher tatsächlich bewegen, bevor ich die ausspiele. Ich bewege mich also, achso, habe ich das überhaupt erzählt? Man darf sich einmal pro Runde kostenfrei bewegen mit dieser Aktion hier. Bewege dich um eine Ehre und dann dreht man den um und dann ist man sozusagen erschöpft. Ich gehe dann hier rüber mit meiner kostenfreien Bewegung. Ich könnte mich auch noch weiter bewegen, wenn ich dafür dann jedes Mal einen Energiewürfel benutze. Also ich hätte mich jetzt quasi nicht umdrehen müssen. Ich hätte auch diese Energie bezahlen können. Und dann wäre ich hier rüber gehopst, dann wäre die rausgekommen. Und dann könnte ich mich quasi noch ein bisschen weiter über das Spielbrett bewegen. Aber so reicht mir das schon.
Weil jetzt kann ich mit dem mechanischen Enterhaken ein Duplikat aus einer angrenzenden Ära hier rüberholen und damit ist der nämlich raus. So, guck mal, vernichtet die Duplikate, vernichtet ein Duplikat in dieser Ära. Damit habe ich das schon hier für diese Ära geschafft. Und da kann ein Würfel rauf. Ein Sechstel geschafft. So, dann gehen die auf die Ablage. Lupen kann ich hier nicht, weil hier keine Energie liegt. Und für Lupen braucht man immer eine Energie. Außerdem lohnt sich das gerade eh nur so mittelmäßig, weil ich drei unterschiedliche Symbole habe. Das ist ein bisschen doof, aber passt schon. Das Schöne ist, ich habe jetzt meine Runde hier auf diesem Feld beendet. Und immer wenn da eine Karte liegt, in diesem Fall Excalibur, darf ich die jetzt in das Deck mit aufnehmen. Das heißt, Excalibur kann gleich auch Duplikate versetzen und dann versetze ein Duplikat aus deiner Ära und versetze dann einen aus einem Vortex. Ja, okay, das ist noch nicht so gut. Vortexe sind Areale, die Dr. Fu zerstört hat. Wenn er das Zeitalter zerstört hat, sozusagen, wird das zu einem Vortex. Bringt uns jetzt noch nicht so viel, aber dann haben wir das schon mal. Ich darf ja noch einen bewegen. Und ich glaube, ich möchte tatsächlich ihn hier um eine Ära weiter bewegen, weil hier bringt er mir aktuell nichts. Ja, hier ist ja kein Gegner, hier ist kein Schaden. Von daher schieben wir ihn da mal rüber. So, dann ist erstmal wieder Dr. Fu dran. Wir ziehen ein Duplikat hier raus. Auch wieder hier. Wir machen eine Karte bereit. Auch da oben. Und ziehen eine Karte. Oh, da geht er sogar hin. Das ist natürlich ungünstig. Weil auch jetzt hier vier Würfel rein müssen. So. Okay, das hat sich ganz gut verteilt. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt sind wir dran. Der ist natürlich wieder bereit. Ich könnte jetzt die Karte an den Robo-Finisher geben. Dann ist er auf jeden Fall dran. Lohnt sich das für den Robo-Finisher? Das ist tatsächlich ganz cool. Man kann jetzt hier taktieren, wo man solche Karten hinlegt. Das ist ja geil. Ich glaube, ich bin jetzt schon beeindruckt. Versetze ein Duplikat aus deiner Ära. Versetze dann einen aus einem Vortex. Was hat denn der noch so? Das braucht er tatsächlich aber aktuell gar nicht. Von daher kann das mal Mr. Time bekommen. Die will ich nicht. Jetzt die muss ich nehmen, weil das meine Startkarte ist. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben die Scharfschützen-Schrotflinte. Cool. Versetze bis zu zwei Duplikate aus deiner Ära. Okay, erzeuge eine Energie in einer angrenzenden Ära und hole ein angrenzendes Duplikat in deine Ära und versetze dann ein Duplikat aus deiner Ära. Ja, das ist doch geil. Das ist doch gut. Damit fangen wir an. Wir holen ein angrenzendes Duplikat hier rein, damit ist es tot. Und dann schieben wir das schon mal ein bisschen weiter Richtung Untergang für ihn. So. Damit habe ich eine schwarze Lochkarte gespielt. Erschöpfe eine schwarze Lochkarte, damit haben wir das geschafft. Ich darf nur einmal pro Zug das machen, von daher bringt es jetzt nichts, die hier zu spielen. Also zumindest kein Erfolg. Und wir haben hier einen vernichtet. Ne? Wir haben da gerade ein Duplikat in der Roboterzone vernichtet. So, dann erzeugen wir eine Energie in einer angrenzenden Ära. Ja, warum nicht? Nehmen wir die. Versetze zwei aus deiner Ära. Ja, das ist ja auch richtig nice. Wir bewegen uns jetzt um ein Feld, gehen damit nach hier unten. Und versetzen jetzt bis zu zwei Duplikate. Den versetzen wir nach da, den versetzen wir nach da. Und damit sind beide dood. Und jetzt kommt meine Spezialfähigkeit zu tragen. Beginnt mit dem zweiten vernichteten Duplikat in deinem Zug. Das sind ja die beiden. Ich habe ja einen da vernichtet und die beiden jetzt noch. Jedes Mal, wenn in deinem Zug ein Duplikat in einer Ära vernichtet wird, füge eine Energie dazu oder entferne einen Schaden aus dieser Ära. Das heißt, hier kann ich auf jeden Fall eine Energie hinzufügen und hier nehme ich mal den Schaden weg. So, das war doch gut. Die gehen auf die Ablage. Ich kriege leider keine weitere Karte dazu, weil hier keine ist. Aber, naja gut, damit kann man leben. So. Puh.
Blau, hier hin. Karte bereit machen. Na toll, da ist sie. Und, ach, er geht sogar dahin. Meine Jüde. Dr. Fu, Dr. Fu, Dr. Fu. Da ist jetzt zum Glück kein Duplikat drin. Das heißt, wir müssen nur zwei Würfel reinschmeißen. Ganz entspannt. Eins nach da, eins nach da. Und dann sind wir auch schon wieder dran. Blau. Mr. Time. Nochmal Mr. Time. Dann ist Mr. Time wieder dran. So. Mr. Time steht hier. Was können wir machen? Wir haben Excalibur. Versetze einen aus deiner Ära. Klingt gut. Erzeuge Energie in der Ära eines anderen Agenten. Bewege dich dann ein oder zwei Ären weit. Okay, könnte ich vielleicht nach da oben hoppen. Und lege ein Duplikat aus deiner Ära in die Ära eines anderen Agenten. Ah, das lohnt sich da oben, ne? Okay, dann spielen wir das in der Reihenfolge. Wir spielen Excalibur. Versetzen den hier nach hier unten. Damit ist der dort tot. Kriegen wir hier... Achso, das hätten wir eben auch schon gekriegt, ne? Ich habe da, glaube ich, gerade eben auch schon einen gekillt. Der. Ja. Glaube ich. So. Versetze dann ein Duplikat aus einem Vortex. Wir haben keinen Vortex, also können wir das nicht machen. So, dann erzeugen wir eine Energie in der Ära eines anderen Agenten. Also da. Bewege dich dann eine oder zwei Ären weit. Ich bewege mich nach da oben. Und hier lege ein Duplikat aus deiner Ära in die Ära eines anderen Agenten. Das heißt, der kommt hier rüber und ist damit auch wieder tot. Jetzt darf ich noch einen wieder bewegen lassen. Oder da hätte ich die ganze Zeit schon gedurft, aber... gucken wir mal hier auf Chitwitschitschwitschitsch oder so. Und der kann gleich Energie generieren und noch eine Energie generieren. Er kann aber da erstmal noch nicht so viel machen. Der ist ja eh seine Spezialfähigkeit. Er kann so weit laufen, wie er will. Mit der kostenfreien Bewegung hier. Das heißt, vielleicht sollte ich ihn bewegen. Oder sie. Oder ihn, sie. Ich tue ihn dann mal wieder nach da oben. Vielleicht kriegt er ja gleich noch eine schwarzes Lochkarte. Dann können wir das gleich das nächste Mal machen. So. Dr. Fu. Grün. Eine Karte. Ach, warte mal. Wir haben vergessen, hier die Karte zu nehmen. Muss ich mal kurz angucken. Wir haben das Gutenbergs Wurmloch. Entferne einen Schaden aus deiner Ära, entferne dann einen Schaden aus einem Vortex oder mache eine Karte verfügbar und führe ihre Fähigkeit aus. Mache eine Karte verfügbar, also wir ziehen immer wieder eine Karte und dürfen das sofort machen. Das finde ich geil, das will ich nehmen. So, wir haben gerade... Ja, wir haben schon ein bisschen Probleme mit den Schadensgedöns, aber ich glaube, das wird schon hinhauen. So, habe ich gerade schon einen bereit gemacht? Nee, ne? So, und wenn doch, naja, dann ist das so. Auch nicht die Welt. So, Robo-Ehre. Dort. Karte bereit machen. Hier. Und Dr. Fu. Das ist witzig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er immer dahin geht, wo wir eine Karte bereit machen. So, hier kommen jetzt drei Stück rein. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder ein bisschen in Gefahr. Wenn hier zwei rüber reinfallen, war es das für diese Zone. Es fallen zwei darüber. Gut, damit haben wir den Part hier verloren. Die Schadenswürfel kommen raus. Die Karte wird zerstört, die können wir nicht mehr bekommen. Und generell kann hier jetzt keine Karte mehr liegen. Das kommt jetzt einfach aus dem Spiel. Und wir nehmen uns hier eins von diesen Vortex-Plättchen. Ab jetzt haben wir auch einen Vortex. Ja? Wenn jetzt nochmal dieser Vortex zerstört werden sollte, haben wir das Spiel sofort verloren. Also nochmal vier Symbole hier und Game Over. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben das Da Vinci Manuskript. Will ich das hier... Nee, eigentlich will ich das eher eigentlich ein bisschen... Oder was ist das hier? Ah, wohl. Doch, das nimmt er. Komm, er soll auch mal dran sein. Wir haben da gerade schön viel zum Loopen, ne? Dann fangen wir doch damit mal an. Wir machen eine Karte verfügbar und führen ihre Fähigkeit aus. Die Shogun-Rüstung. Entferne jeweils einen Schaden aus den beiden angrenzenden Ähren.
Ja, machen wir gerne. So. Dann erzeuge eine Energie und bewege dich in deiner Ära und bewege dich dann eine Ära weit. Das, ja. Dann erstmal erzeugen wir noch eine Energie in Dr. Fuß-Ära. Das ist hier. Ja, komm. Erzeuge eine Energie in deiner Ära und bewege dich dann eine Ära weit. So. Jetzt werden wir, glaube ich, das erste Mal loopen. So, und beim Loop entscheide ich mich jetzt für diese beiden oder für dieses Symbol. Ich nehme eine Energie hier raus und darf diese Karten jetzt quasi nochmal neu ausspielen. Das heißt, ich mache nochmal eine Karte bereit und führe ihre Fähigkeit aus. Die kommt hier drüben hin. Ein beliebiger Agent versetzt ein Duplikat aus seiner Ära. Wird es dabei vernichtet, erzeuge eine Energie in der Ära des Duplikats. Jo. Das heißt, das können wir doch hier machen, ne? Oder auch hier. So, mal kurz gucken. Robozeit war schon dran, die Zeit war auch schon dran. Also fast egal. Da oben ist tatsächlich ein bisschen gefährlicher, weil da zwei Dinger sind, ne? Das heißt, ich nehme den und hau den hier raus. So. Und dann kommt da eine Energie rein. Oder kommt hier eine Energie rein? Versetzt ein Duplikat aus seiner Ära. Wird es dabei vernichtet, erzeuge in der Ära des. Ja, ich glaube, das würde ich so verstehen, dass ich es jetzt da machen muss. Gut. Und dann darf ich diese Karte ja auch nochmal spielen. Erzeuge eine Energie in deiner Ära und bewege dich dann eine Ära weit. Achso, wir haben jetzt bei Grün vernichtet, ne? Haben wir gerade bei Grün vernichtet? Ja, wir haben bei Grün vernichtet. Und dann gehen wir doch hier einfach nochmal drüber. Habe ich das ja gerade schon reingelegt? Ah! Sammeln und hier die ganzen Steine hinlegen, das ist. Das überfordert mich schon wieder. Gut. Kommen die auf die Ablage. Ich darf mir die Shogun-Rüstung nehmen. Meine Fähigkeit habe ich jetzt tatsächlich gar nicht benutzt, aber das ist schon okay, weil ich wollte diese Shogun-Rüstung haben. So. Dr. Fu ist dran. Macht wieder einen bereit. Blau. Eine Karte. Lila. Und gelb. Das ist jetzt wieder gefährlich. 1, 2, 3. Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen. Nein, das ist richtig blöd. Oh, shit. Jetzt ist der komplette Progress dieser Aufgabe weg. Und der geht aus dem Spiel. Und der kommt hier rein. Jetzt haben wir gerade nur noch eine Aufgabe offen. Das heißt, es wird immer die nächste, oder es wird eigentlich die aufgedeckt, wo Dr. Fu ist. Oder wenn die halt nicht mehr verfügbar ist, dann die nächste. So. Stabilisierung der Zeitlinie. Fügt eine Energie in dieser Ära hinzu, während in jeder Ära mindestens eine Energie liegt. Das heißt, wir müssten hier mal schnell eine Energie reinkriegen und hier. Okay. Das sollte aber machbar sein für uns. So, und viel mehr Ehren sollten wir jetzt nicht verlieren. Das heißt, ich sollte mich jetzt mal gleich darum kümmern. Vor allem Grün wird auch noch kommen. Das heißt, ich sollte jetzt mal zeitnah mich um Grün kümmern. Gucken wir doch mal. Die Shogun-Rüstung, wo legen wir die denn hin? Wer ist denn dafür in Position? Das ist eigentlich Mr. Time, ne? Die kriegt mal der Mr. Time. Obwohl, Mr. Time hat nur eine davon. Dann kriegt vielleicht lieber Chivicek das Ding. So, der Superschlüpfer. Der geht auf jeden Fall zu Chivicek. Chivicek, ja, ich glaub, es wird Chivicek ausgesprochen. Mal gucken. Und ach, nochmal. Ja, okay, alles klar. Dann ist Chivicek dran. Geiler Name. So, wie machen wir denn das? Tausche deine Agentenfigur mit einer angrenzenden Duplikat.
Erstmal spiele ich die Shogun-Rüstung, um diese beiden hier rauszunehmen. Das ist ja, glaube ich, mal eindeutig. So. Dann tausche deine Agentenfigur mit einem angrenzenden Duplikat. Ja, das machen wir hier. Dann ist der nämlich auch weg. Und dann mache ich meine Superbewegung tatsächlich, um hier rüber zu springen. Und dann entferne ich doch einen Schaden aus meiner Ehre. Das ist also hier. So. Ich überlege tatsächlich, den Loop auszuführen, um nochmal das andere Schadensmarker-Ding da zu entfernen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil ich habe keine Lust, jetzt den nächsten wieder zu verlieren. Das wäre echt blöd. Von daher loope ich dieses für eine Energie. Und spiele dann auch die Kreiskarten nochmal wieder auf, nur damit ich diesen rauskriege. Das ist es mir in diesem Fall tatsächlich wert. So. Dann gucken wir doch mal. Dr. Fu. Ach. Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass ich das gemacht habe. Das Spiel spielt gegen mich. Grün. Ich wusste es. So. 4 Stück. Wenn an dieser Stelle jetzt alle 4 hier reinfallen, gebe ich wahrscheinlich direkt auf und beende die Aufnahme. Leute, ihr macht mich verrückt. So. Gut, wir sind dran. 1. Nochmal da. Da. Und nochmal da. Alles klar. Gut. Wir haben da was zu tun. Was ist gleich die letzte Karte? Die kommt der hier, ne? Den haben wir noch nicht. Das heißt, wir sind sogar extrem in Gefahr, wenn wir das jetzt nicht machen, weil hier ja gleich welche reinfallen können. Bewege dich in eine Ära deiner Wahl und versetze dann ein Duplikat aus deiner Ära. Das sollte ich da wahrscheinlich machen. Entferne einen Schaden aus einer angrenzenden Ära und entferne einen Schaden oder erzeuge. Oh ja, das spielen wir mal zuerst. Wir entfernen einen Schaden aus Dr. Fu's Ära. Dann spielen wir hier die 1000-Meilen-Stiefel, um hier rüber zu gehen. Dann habe ich quasi wieder eine Karte, eine schwarze Lochkarte dort gespielt und ich darf jetzt einen wegversetzen. Das heißt, der kommt jetzt mal nach... nee, das ist gar nicht so smart, den da zu setzen. Dann setzen wir den lieber hier rüber. Weil sonst, ich weiß ja, dass hier gleich die letzte Phase ist und da jetzt noch bewusst einen mehr reinzusetzen, ist eigentlich ziemlich dumm. So, dann bewege ich meine Figur. Ich spare mir das Umdrehen jetzt mal. Ich gehe hier rüber und entferne einen aus einer angrenzenden Ära. Und kriege jetzt hier noch eine Karte auf die Hand. Und wirf eine Dr. Fu's Maschine, vernichte. Ah, das ist ja cool. Oder entferne einen aus seiner Ära und dann aus einem Vortex. Inzwischen habe ich ja 2 Vortexe. Von daher holen wir mal Gutenbergs Wurmloch. So, die kommen auf die Ablage. Und, oh nee, ey. Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich Pech in diesem Spiel. Also eine Karte vorher noch. Okay. So, das ist für mein Empfinden wirklich Pech, dass wir immer genau das so hinkriegen. Aber müssen wir mit umgehen, ne? Wir sagen ja, wir haben das ja voll drauf in dem Spiel und so. Und das ist jetzt die Rache des Spiels. Hätte ich am Anfang mal meine Klappe nicht so aufgerissen. So, dann sind wir noch einmal dran. Das, ach Quatsch, das ist ja gar nicht Mr. Time. Schaden entfernen. Er will ja eher hier Duplikate vernichten. Ich bin eigentlich fast dafür, die wieder Chivicek zu geben, aber der hat jetzt hier halt schon sowas. Von daher kriegt das Mr. Time. Ach, verdammt. So. Dann mischen wir unser Deck.
Na, wer wird's? Mr. Time wird's. Okay. Und natürlich habe ich es falsch hingelegt. Alles klar. Das hier möchte ich jetzt gerne da spielen, weil dann habe ich das geschafft, aber ich komme bis da, glaube ich, nicht. Und ich muss noch hier eine Energie generieren und hier eine Energie generieren. Und dann müssen wir da Energie generieren. Eieieiei. So. Lege ein aus deiner Ära in die Ära eines anderen Agenten. Das könnten wir ja machen, indem wir erstmal hier rüber gehen, ne? Und dann den darüber schieben. Erzeuge eine Energie in der Ära eines anderen Agenten. Ah, das können wir mal machen. Ich benutze meine Fähigkeit, um den hier rüber zu schieben. Spiele dann die Karte, um bei ihm eine Energie zu generieren. Dann darf ich mich ein oder zwei Ehren weit bewegen. Darf oder muss? Bewege dich dann. Nee, ich muss. Ah. Dann mache ich doch tatsächlich zuerst das hier. Lege ein Duplikat aus deiner Ära in die Ära eines anderen Agenten. Was hatte ich denn davor? Ach nee, das muss ja andersrum passieren. Ach, das funktioniert ja gar nicht. Dann können wir es auch so lassen. Dann bewege ich mich ein oder zwei Ehren weit. Bewege ich mich eine Ära weit nach da oben. Dann entferne ich hier einen Schaden und einen aus dem Vortex. Da ist aber nirgendwo was. Und lege ein Duplikat aus deiner Ära in die Ära eines anderen Agenten. Ich dürfte mich vorher ja nochmal bewegen. Ich könnte mich also darüber bewegen oder darüber bewegen. Da bewege ich mich doch tatsächlich mit meiner normalen Bewegungsaktion hier rüber. Schuster den dann darüber. Dann ist er nämlich näher da dran. Und vor allem kriege ich hier diese Karte, weil ich meinen Zug hier beende. So, jetzt ist Dr. Fu wieder dran und ab jetzt sind wir in der zweiten zweite Phase. Ab jetzt müssen wir, wie hier abgebildet ist, nicht mehr einen rausziehen, sondern immer zwei. So. Zwei Stück. Einmal da, einmal da. Eine Karte bereit machen. Hier und einmal aufdecken. Er bleibt einfach da, wo er ist. Alles klar. Da sind immer noch zwei drin. Vier Stück. Und das könnte jetzt wieder mal ziemlich übel werden für uns. Wir haben verdammt nochmal Glück. Eieieiei. Okay. Dann Sternchen. Es ist, glaube ich, egal, wo er aktuell landet. Außer hier, das wäre natürlich doof. Und da kann er gar nicht hin, weil er da oder da, ja. Dann Chivicek, du darfst dran sein. Wir spielen erstmal das hier. Wirf eine Energie in Dr. Fu's Maschine. Der wird vernichtet. So. Schade eigentlich, dass er nicht da reingefallen ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Loop wert. So, versetze einen aus deiner Ära. Das machen wir ein bisschen später. Ah, oder auch nicht. Ich benutze meine kostenfreie Bewegung, um hier angrenzenden. Wie viel Energie liegt hier? Ich könnte natürlich auch darüber hoppen. Ja, aber ich will ja den dann rausnehmen. Wie mache ich das? Ich werde ich benutze
Eine Energie für eine einzelne Bewegung. Dann erzeuge ich eine Energie in einer angrenzenden Ära. Ist also da. Jetzt habe ich endlich überall Energie. Dann benutze ich meine kostenfreie Bewegung. Wenn ich das jetzt allerdings loope, ist die Energie da ja wieder weg. Oder ich springe einfach noch darüber, weil da ist echt viel Energie. Springe ich darüber. Ja, das machen wir so. Dann loope ich für eine Energie. Werf erstmal nochmal wieder eine Energie da rein. Hoffe, dass sie nicht dort landet. Sie landet natürlich dort. Und erzeuge eine Energie in einer angrenzenden Ära. Jetzt könnte ich nochmal loopen. Mein erster Loop kostet eine Energie, mein nächster Loop würde jetzt zwei Energie kosten. Aber die Energie liegt da ja tatsächlich sogar. Von daher überlege ich das tatsächlich zu tun. Aber auf der anderen Seite passt das schon. Ich bewege mich jetzt einfach für eine normale Energie hier rüber und versetze ein Duplikat hier rüber, dann ist das nämlich vernichtet. So. Oder loop ich doch nochmal? Nein. Jetzt habe ich endlich überall Energie liegen. Das heißt, jetzt kann ich hier einmal ganz schnell Energie reinhauen. Während in jeder Ära... Das ist nicht mal begrenzt auf einmal. Das heißt, das könnte ich theoretisch dreimal in einem Zug schaffen. Und dann ist erledigt. So, was haben wir jetzt hier oben an Zeugs? Wir müssen jetzt tatsächlich mal gucken. Ich brauche irgendwas, was mich heilt. Hier entferne so viele aus einer beliebigen Ära, also so viele Schadenspunkte, bis genau... Oh, das ist ja geil. Ja, die nehme ich auf jeden Fall. Die setze ich gleich hier ein. So. Nice. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich dann den Robo-Finisher dran kriege. Der kriegt die jetzt einfach von mir. Komm, vor allem, was machen wir denn hier? Entschuldigung, wir sind gar nicht dran. Wir sind doch gar nicht dran. Erstmal grün und rot. Eine Karte. Das ist da oben. Und gelb. Wieder vier Stück. Ich habe echt ein Problem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich dran. Die wollte ich ja eh schon hier hinsetzen. Dann war Mr. Time. Robo-Finisher, hervorragend. So, mein lieber Robo-Finisher. Noch schöner wäre es natürlich, wenn ich jetzt da hingehen könnte, um diese Karte zu spielen. Da komme ich aber nicht unbedingt an. Aber wir können erstmal das spielen. Erzeuge eine Energie in einer angrenzenden Ära. Das ist hier. Und damit haben wir das geschafft. Yay! Dann spiele ich Cerebrium. Entferne aus einer beliebigen Ära so viele Schadensmarker, wie dort Duplikate sind. Also zwei Stück rausnehmen, weil da ein Duplikat ist. Und dann die Schrotflinte. Den versetze ich nach da, den versetze ich nach da. Beide besiegt. Hervorragend. Und ich würde total gerne hier nochmal loopen. Ja, ich kann mich ja bewegen, ne? Ja, weil angrenzend. Nein. Ich könnte mich jetzt hier rüber bewegen. Für eine kostenfreie Bewegung. Hier ein Loop dann machen. Dann mich wieder zurückbewegen für eine Energie. Und dort die Energie generieren. Und das mache ich. Also, kostenfreie Bewegung. Loop. Ich loope. Na, oder loope ich lieber? Lohnt sich das? Ja, das lohnt sich ja hier noch mehr, ne? Warum habe ich das eben eigentlich nicht gemacht? Ja, dann vergiss doch meinen Plan. Dann loope ich jetzt einfach nur den. Und entferne hier drei Schadensmarker raus. Oh, das hätte ich ja, wenn ich das übersehen hätte, das wäre aber peinlich gewesen, ne? Hier oben lohnt sich das eigentlich auch nochmal. Nochmal zwei Schaden rausnehmen.
Das wären natürlich dann aber die beiden Energie, die hier dann weg wären. Und dann können wir das hier wieder nicht erfüllen. Aber zwei Schaden wären zwei Schaden. Ja, komm, die Energie kriegen wir da schon wieder rein. Ich lupe die gleiche Karte nochmal und hau hier zwei Stück raus. Ah, ich hoffe, das war kein Fehler. Mal gucken. So. Ich bin wirklich diesmal richtig, richtig schlecht im Aufgaben erfüllen. Normalerweise sollten da eigentlich schon mehrere geschafft sein. Aber ich kriege das diese Runde irgendwie nicht hin. So, hier die Karte kann man nicht anlegen, weil da ein Vortex ist. Das heißt, die kommt direkt in den Zerstörtstapel. Und er wandert nach Blau. Da sind wieder vier Stück fällig. Okay. So, noch eine links hier rein und wir haben leider das Spiel verloren. Gucken wir doch mal. Die Shogun-Rüstung. Ich möchte eigentlich, dass er dran ist wahrscheinlich, ne? Oder möchte ich lieber, dass er dran ist? Ah, die kann natürlich da die Energie entfernen. Also das ist für alle jetzt eigentlich gut. Das war schon, grün war noch nicht und Robo-Ära war auch noch nicht. Also das ist super dangerous hier. Die war schon, die war noch nicht, die ist, die war schon. Also, eigentlich eher. So. So. Excalibur. Versetze ein und lege aus deiner Ära oder lege es in den Vortex. Und dann versetze ein aus einem Vortex. Ja. Ja, nehmen wir. Chibichek ist dran. Wir erzeugen eine Energie in Dr. Fu's Ära. Da haben wir nämlich schon mal überall wieder eine Energie. Dann entfernen wir aus diesen beiden jeweils einen Schaden und versetzen ein... Ah, Moment. Da müssen wir uns vorher bewegen, ne? Bewegen uns hier einen rüber. Versetze ein hier rüber, dort. Versetze dann ein aus einem Vortex. Der dort. So. Will ich irgendwas loopen? Da liegen ja gerade zwei Energie. Ja, ich nutze einen Loop, um nochmal eine Energie hier zu erzeugen. Und versetze ein aus deiner Ära. Und versetze dann eine aus einem Vortex. Was in diesem Fall das gleiche ist. Was ist der Loop wert? Blau war aber schon dran, ne? Ja, das heißt, ich kann den ohne Probleme darüber versetzen. Und aus einem Vortex kann ich nicht versetzen. Gut. So, hier ist leider keine Karte, aber das passt schon. Oder eigentlich auch nicht, aber muss jetzt gehen. So, zwei Stück. Robo-Ära und diese Ära. Oh oh. Eigentlich darf nur das nicht kommen, ne? Ja, eigentlich sollte nur das hier nicht kommen. Ich weiß, was gleich kommt. Ich habe da so ein Gefühl. Ich habe da so ein Gefühl. Ach, komm schon, Spiel. Ach, komm schon. Es ist ja kein Problem, es darf ja einfach nur keiner hier reinrollen. Ich meine, what are the chances, oder? Ja, okay. Also sind wir mal ehrlich, wir haben das jetzt alle erwartet. Ne? Wir haben das doch jetzt alle erwartet. Große Klappe, nichts dahinter. Versagt. Versagt. Total versagt. Naja, ich bin es gewohnt, das Spiel zu verlieren. Das ist schon okay. Ach, Mann. Egal. Jetzt quasi ist dieser Vortex gefallen und
Ja, damit haben wir das Spiel leider verloren. Aber trotzdem habt ihr euch hoffentlich eine oder ein Bild machen können, wie sich dieser Solo-Modus spielt. Ich finde, der spielt sich tatsächlich ziemlich geil. Man muss wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr planen, wem man welche Karte gibt und so. Und dann halt tatsächlich diese Loops besser ausnutzen, als ich es jetzt hinbekommen habe. Und was mich tatsächlich wirklich ärgert, ist, dass ich hier diese Mission am Anfang so früh verloren habe. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hätte besser machen können, weil Glück ist tatsächlich, gehört zu diesem Spiel dazu. Das ist einfach so. Aber, ja. Naja, ist trotzdem cool, ne? Also, ich finde es schon okay. So oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr zumindest bis hierhin noch eingeschaltet habt. Und ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!